Ja. So. Sieht aus wie ein Escape Room hier. Mal sehen, ob ich es hier rausschaffe. Ja, schon so. Ich sollte mir zuerst die Tür genauer anschauen. Ah, geil, jetzt muss ich hier echt rauskommen. Hier sollte ich meine Notizen aufschreiben. Ziffer 1, 2, 3, Ziffern anzeigen. Nee. Dann gucken wir nochmal die Hinweise an. Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheuer, okay. Wer seinen Müll nicht zieht, kann ihn auch nicht entsorgen. Eine mächtige Flamme. Ja. Kann ich vielleicht irgendwie was in den Brenner tun oder so? Ah, hier soll ich eine Probe mit unbekannten Kationen identifizieren. Mit einem Handspektroskop kann ich mir die Emissionslinien gut anschauen. Das hat noch gar nicht geklappt, aber okay. Oh, jetzt muss ich mir merken, was das... Ah, warte mal. Also rot war, glaube ich, Lithium, ne? Aber den Rest muss ich eigentlich echt nochmal vergleichen, weil ich weiß nicht mehr, welche Kationen das waren. Wahrscheinlich nur erste Hauptgruppe oder so. Puh. Ich glaube Lithium. Boah. Also ich glaube Calcium oder Barium. Ich glaube Calcium war so bläulich, Barium war so grünlich. Natrium auf jeden Fall nicht, das ist ja nur so orange, ist ja überall drin. Na, oh, Poker, mal Calcium sagen. Mann! Nee, ich google das jetzt nochmal. Ey, jetzt will ich das auch wissen. Wir hatten das doch mal. Wieso bin ich denn so doof? Okay, ich hab's gefunden. Also, Lithium tatsächlich rot und orange, Natrium zwei gelbe. Relativ nah beieinander, ist aber eine andere Auftragung irgendwie. Das geht halt im visuellen, das ist halt einfach, also... andere Schreibweise der Skalierung. Und Calcium auch so hellgrün bisschen drin und Barium die blauen Sachen. Okay, war ja schon mal richtig. Jetzt muss ich nur das richtig zuordnen. Calcium auch sehr viele rote Sachen dabei und orange. Kann ich es nochmal sehen? Ist aufgehangen hier oder was? Geil. Mann, ey. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder machen oder was? Wattenmüll. So, also. Ich hab's jetzt beendet, aber also. Hat sich nicht aufgehangen, das Spiel, sondern. Mein Controller war einfach auf Standby. Oh, Junge! Gut, jetzt wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Oh. Ist ja schon. So, ich hole mir erstmal hier die Sachen ab. Ja. So, genau. Windows Update. Ah, ich kann schon. Ja, das ist alles schwierig, ne? SCP-HSV oder Benzoesäure. Andere gibt's ja nicht. Oder es ist Abbruch. Das wäre Meta. Nee, okay. Nach welcher Chemikalie suchst du? Isobutanal, Chlorhexidinsäure, Aceton, Acetaldehyd. Also ich bin ja am Gag. Was sollte ich denn bei Klacks eingeben? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht. Haben wir da mit Klacks gearbeitet? Das kam erst im OCP, ne? Ja, zu tun. Okay, man kann einfach Fun Facts hier abgucken, okay. Nicht giftig, kein Rahmenerstoff. Aber da gibt es doch bestimmt noch andere lustige Sachen. Isobutanal, kein giftiger Stoff oder keine Rahmenerschiffung. HCS5, H319, okay. Chlorhexidinsäure, giftiger Stoff. Ja, danke. Und noch mehr Infos oder was? Acetaldehyd, giftiger Stoff. Okay. Muss man sich das merken? Was wäre jetzt giftig? Isobutanal, die beiden. Hier. Dings, ne? Und Chlorhexidinsäure. Ah, ne, Chlorhexidinsäure ist giftig. Isobutanal.
Ah, okay, Isobutanol ist nicht giftig. Also, was wäre jetzt giftig, um das mal zu merken? Chlorhexidinsäure und Acetaldehyd. Gut. Wenn ich gleich nach H&P-Sätzen gefragt werde, dann raste ich komplett aus. Eigentlich muss man das hier wirklich konsequent aufschreiben, jeden Funfact, den man hier kriegt, weil das muss ich hier gleich wieder googeln, bestimmt. Naja, also, gucken wir nochmal, was SCP-HSV so gibt. Okay, man wird... Es geht wieder hoch. Also, wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann komme ich auf Benzoesäure. Gut, dann gucke ich mir nochmal hier die Dinger an. Ja. Was ist das hier? Oh. Okay. Langsam krieg's drauf. Nein! Oh, ich hasse NMR. Okay. Also wir haben eine relativ hohe Verschiebung bei so 10 rum. Bei 2,5 ist auch noch ein Peak und noch bei 1 Signal, bei 0 ist halt TMS, okay. Kann ich mal ein bisschen reinzoomen bitte? Vielleicht ein bisschen schärfer. Aber Isobutanol muss ja eins von den Aldehyden sein. Oder? Und Acetaldehyd hat ja auch nur einen Singulett. Also zwei vom Ding. Einmal das bei vom Aldehyd und einmal... Jo, müsste Acetaldehyd nicht zu einem Duplett und Quartett aufspalten? Sagen, voilà, peinlich. Das ist die Methylgruppe, die da dran hängt. Also das kann es eigentlich nicht sein. Okay, hier sehen wir... Oh, irgendwann muss das so rum aufgetragen. Muss noch andersrum. Und von oben nach unten. Na okay, jetzt haben wir eine Absorption, eine starke bei so 1700, würde ich sagen. Das passt ja auch zu dem zum Carbonyl. Und MS. Ah, okay, da kann man jetzt halt gucken, ne? Irgendwie so... was ist das? 72, 73? Also ich sag, das Isobutanol... müsste auch eher hinkommen von der Masse, ne? Oder? Also ich sag, das ist ein guter Mal. Die Säure kann das nicht sein. Okay, also ich sag, das ist ein guter Mal. Ja, Acetone sind einfach nur Singulets. Du hast die Säure, okay. Kein giftiger Stoff oder keine Einstufung, okay. Also Isobutanol it is. Ja, verpiss dich. Wieso ist es jetzt 000? Bin ich wie lost? Da gucke ich jetzt nochmal nach. Also ich sag, das ist Calcium. Kalium gibt's nicht. Calcium hat keine blauen. Die Natrium hat 2. Die sehe ich hier schon mal. Das ist ja schon mal safe. Natrium und Barium oder was? I'm resting out, ey. Ich sag mal Natrium und Barium, mal gucken. Ja, I'm resting out completely. Natrium und Lithium ist es aber nicht. Das kann nicht sein. Junge, das ist so random. So, moin Leute aus dem Schnittprogramm. Ich muss ja kurz mal unterbrechen. Und zwar hat mich das irgendwie ein bisschen sauer gemacht beim Schneiden auch, dass ich das so gar nicht hinbekommen habe mit der Emissionsgeschichte da, also mit der Spektralanalyse. Ne? Und
Ich habe jetzt nochmal wirklich viele Bücher durchgeguckt, genau zu diesem Thema, also Spektralanalyse, Emissionsspektren, Absorptionsspektren. Und ich zeige hier mal einfach ein paar Ergebnisse so. Also aus dem Tipler Physikbuch habe ich also nur das hier leider gefunden. Moment. Also ne, kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich, darunter von oben nach unten ein Linienspektrum. Die Linienspektren von Wasserstoff, Helium, Barium, Quecksilber, ist also Lithium nicht dabei. Im Hollemann-Wieberg war jetzt auch kein spezifisches Spektrum, dass das bestätigen würde oder so. Ging es nur allgemein um das Prinzip und diese erlaubten Übergänge und so halt, ne, was die Spektroskopie halt so ausmacht. Und dann, na, jetzt kommt's, habe ich mir überlegt, okay, das ist ja im ersten Semester passiert, dieses Praktikum. Vielleicht haben wir ja was bei Fröber gehabt. Bohr-Atom-Modell, ne? Emissionsspektren, eingeregte Atome emittieren nur Licht bestimmter Wellenlänge, Linienspektren. Hier nochmal das Prinzip so ein bisschen erklärt. Also ne? Grundzustand, Energiezufuhr passiert bei uns halt durch dieses Verdampfen und Anregen durch die Hitze. Und dann ist dieses Elektron aufzufinden in einer höheren Schale, in einem höheren Energieniveau. Das kann dann also relaxieren und ein Lichtquant wird ausgesendet, also ein Photon. Und das, dann hat man eben diesen Lichtquant, ne? Der halt sich, je nachdem, in welchem erhöhten Energieniveau das halt ist, verschiedene Linienspektren sich ergeben. Abhängig von den Orbitalen, so wie die halt energetisch liegen. Ja, hier ist also so eine kleine Auflistung. Und hier steht also, man kann durch Spektralanalyse also Elemente identifizieren, was ja auch stimmt. Wir zoomen da mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Und da sehen wir, dass bei Lithium nur zwei Linien sind. Also hier die rote, die orangene und die gelbe ist eben... Beim Natrium dann wieder schon. Oder zwei gelbe. So, egal wie weit ich jetzt reinzoome, da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. So, und deswegen war ich halt auch so turbo lost und turbo verwirrt, weil beim Barium halt hier hinten was Blaues ist. Ne? Deswegen dachte ich halt die ganze Zeit vielleicht Barium, Natrium, Barium, Lithium, so. Dann war ich noch kurz bei Calcium, weil der, vielleicht ist das ein bisschen verschoben oder so. Je nach Quelle. Kein Dunst. Auf jeden Fall habe ich auch ein Bild bei Google Bilder gefunden, wo diese Streifen halt beim Lithium waren. So. Ne? Aber es kann ja nicht sein, dass man einfach ganz viele, also dass das jeder irgendwie anders aufschreibt. Und also an der Uni, wo wir dieses Praktikum machen, in der Folie, wo das auch nicht drin ist, das hat mich halt auch schon im Gag abgefuckt. So, weißt du, wir machen da halt eine Titration, wo man ansagen muss. Wir machen da halt eine Gravimetrie, die mich maßlos abgefuckt hat, so, weil ich mich da verbrannt habe. Und dann, das hat mich richtig aufgeregt. Dann diese ganzen Klausuren noch, so. Digga, dann noch diese Assistenten, die einfach keinen Bock haben. So, ich check das halt nicht. Wenn man diesen Versuch macht, dann kann man das doch auch richtig machen oder nicht. Oder man macht es so, dass man sagt, jeder kriegt vielleicht eine andere Probe und guckt mal, was drin sein könnte. Und dann vergleichen die Studierenden ja auch untereinander so ein bisschen. Dann schreibt man ein Protokoll dazu. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen was über den Sinn dahinter schreiben. Weil das war jetzt halt so vom Gefühl her, man macht diesen Versuch und sagt einfach an, und wenn man das nicht geschafft hat, macht man das halt nochmal. Aber es ist ja viel mehr als das. Man macht diese Praktika ja, weil man das Prinzip dieses angeregten Zustandes und diese Relaxation, diese abstrakten Prozesse, dass man die mal aufschreibt und mal irgendwie durchdenkt. So. Also ist bei mir zumindest so das Gefühl, dass das ein guter Ansatz wäre. Weil, also jetzt im Bachelor ist Spektroskopie ein sehr wichtiges Thema und wird im Master immer noch sein. Ist eigentlich immer ein wichtiges Thema für Chemiker. Wahrscheinlich auch Physiker, so diese erhöhten Energiezustände und so. Und dann denke ich mir halt, okay, wäre doch geil, wenn man dann ein Protokoll geschrieben hätte, auch nicht lang von mir aus, vielleicht 4 Seiten insgesamt oder 5, dass man sagt, man macht irgendwie 2,5 Seiten Theorie, wo man halt immer ein bisschen aufschreibt, wie hat man das rausgefunden, also dass Newton da halt so erstmal das Licht gebrochen hat und dann hat man gesagt, okay, dann hat eine andere Person, ich weiß jetzt nicht, wer es war, guckt euch das Lash-Video an, hat dann halt das Spektrum der Sonne aufgenommen und da haben halt Linien gefehlt. Dann müsste man sich ja fragen, warum fehlen denn einfach so Linien im sichtbaren Licht?
Das wäre doch viel interessanter. Also warum man sagt ja immer, dass das visuelle Licht alle Farben hat, aber da fehlen ja welche, da fehlen ja ganz, ganz paar und das sind immer die gleichen, egal wo man auf der Erde ist. Das ist ja eigentlich total krass. So. Ja, ich verlinke euch das Lash-Video, so, das mache ich jetzt nicht hier rein, aber so, wisst ihr? Also, das war halt ein unnötiger Stress, den ich jetzt nochmal durchlebt habe und jetzt mal verarbeitet habe und ich habe jetzt auch einen Vorschlag, wie man es besser machen könnte. Ob die das jetzt machen an der Uni Hamburg oder nicht, mir egal. Aber das hat mich halt schon ein bisschen abgefuckt im Gag selber. Weißt du? Also. Läuft ja auch viel gut an der Uni so, aber da würde ich jetzt sagen, okay, den Versuch würde ich mal ausklammern vielleicht so. Vielleicht auch streichen. Ne? Naja, zurück zum Video, zurück zu schönen Dingen. Genau richtig, die Ordnungszahl des Lithiums ist die letzte fehlende Ziffer für das Schloss. Wasserstoff, Helium, Lithium 3. Okay, wir haben schon mal eine 3. Dann mache ich nu. Also, da hatten wir ja schon gesagt, was wir wissen, das. Ja, okay, jetzt funktioniert das noch besser hier irgendwie. Im sauren. Boah, das weiß ich nicht mehr, ob es violett oder farblos ist. Also, was haben wir denn nochmal gemacht? Im PCP hatten wir ja. Haben wir Essigsäure titriert. Und den Äquivalenzpunkt gefunden. Aber mit was? Mit NaOH? Ja, ne? Muss ja. Okay, mit NaOH ist titriert. Und dann ist es, glaube ich, farblos. Ist es farblos oder ich weiß es nicht mehr, was es geworden ist. Glaub, wenn man es übertitriert, wird es ja zu violett, ne? Man fängt ja am Farblosen an, deswegen hat Moritz das ja auch vergurkt und hat vergessen, Indikator reinzumachen. Das kann ja mal passieren. Das ist ja so das Ding. Und wenn man jetzt übertitriert, also zu viel NaOH zugibt, dann wird es violett. Also im basischen ist es violett. Das heißt, im sauren ist es farblos. Okay, bei 7 Milliliter ist. Junge, ich kann das morgens nicht, den Shit hier. Also 7 ist dann hier 7 und die zweite ist dann und die dritte ist 3. Er hasst Sachen ins Labor-Journal schreiben. Okay, beim Müll ist das dritte. Ach nee. Halogenfrei. Acetaldehyd, ja. Du hast die Substanz isobutanol korrekt entsorgt. Die Anzahl an Kohlenstoffatomen im Isobutanol. Oh, ja, okay, sind zwei. Nee, warte mal. Oh, fuck. Im Isobutanol steht hier jetzt. Aber ist ja egal, oder? Also, Boot heißt ja, sind vier. Also vier. Also haben wir jetzt. Was war die erste Ziffer noch gleich? Drei, ne? 3, 4, 7. 3, 4, 7. Nein, Junge! Oh, Digga! Ah, Digga, ich bin so dumm! Ich hätte mir das hier selber aufschreiben können. Boah, Junge. Was für eine Geburt, ey. So.
Hier, schauen Sie sich mal mein neues Bild an. Hä? Schön, oder? Na gut, dann starten wir mal das Kolloquium. Jetzt muss ich gegen Brila kämpfen, oder was? Okay, puh. IR Spektrum Level 9 gegen meinen Unbreakable Glassatz. Mal sehen. Weil ich noch ein bisschen trainieren müssen. Oh! Das IR Spektrum ist verbrannt. Hat der selber gerade wehgetan. Machen wir nochmal Verbrennung. Ach nee, das ist wegen Feuer. Oh, ich bin so doof. Quick Attack. Ja. Ist down. Okay. Dann das nächste. Brila setzt kleiner Boy ein. Nee, ich will das Spiel bleiben. Ah. Oh. Kleiner Boy Level 11. Boah. Verbrennung gegen den? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die halten ziemlich viel aus, aber ist okay. Obwohl, warte mal, also guck mal, wie heiß das ist, wenn das entmagnetisiert wird. Kaufe ich. Kann schon gut sein, dass dann der Magnet drüber Schrott ist. Oh, Pipette habe ich gelernt. Das war eine außerordentliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Gag. Das war so gut, du bekommst mein Fahrrad als Belohnung. Ja, geil. Frieders Klapprad. Premium. You put the Brilas Klapprad in your bag's key items pocket. Und viel Erfolg im Studium. Ach ja, und das Werkzeug, bitteschön. Ah ja. Kann jetzt dem Drachi helfen. Guck mal. Habe ich ja doch schon was geschafft. So lost kann ich ja gar nicht sein. Oder? Kann man hier drin auch schon Fahrrad fahren? Okay. Ja, dann machen wir hier mal die immer, wir machen immer im Glasgang Pause, würde ich sagen. Weil die Mucke so geil ist.